Herzlich willkommen bei Fight One. Wir sind hier vor Ort in der GMC Arena in Gelsenkirchen vor GMC 31. Das große Comeback von Michael Smolik. So langsam füllt sich die Halle. Ihr seht es bestimmt im Hintergrund. Da geht dann wahrscheinlich später die Post ab. Also kommt mit auf die Reise. Wir bringen euch ein paar coole Einblicke. Bis gleich. Ja, im Vorfeld haben wir ja schon erwähnt, dass wir mit Action rechnen. Action gab es in der Tat, Michael Smolik. Du hast auch im Interview gesagt, eine Submission willst du dir holen. Und dann packst du das Ding aus, Rear Naked Choke. Wie hat sich das angefühlt? Sehr geil hat sich das angefühlt. Also mein Trainer hat noch reingeschrien, dass ich bloß stehen bleiben soll. Aber ich habe in dem Moment einfach gefühlt, dass ich runter kann. Also ich bin mittlerweile auch selbstbewusster auf dem Boden geworden. Wir trainieren viel Boden und natürlich ein Defizit, weil ich nie Boden trainiert habe und aus dem Stand-Up komme, wie jeder weiß. Und ich habe es einfach gefühlt. Aber es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Submission haben wollen. Hätte ich den durch Ground and Pound gefinisht, dann wäre es halt Ground Pound gewesen. Aber es war trotzdem schön, mal einen Submission-Sieg zu holen, ja. Ja, definitiv. Ich denke, das wertet dich auch auf. Man schaut ja immer so ein bisschen in die Bilanz eines jeden Fighters. Wie beendet der Fights? Was sind so seine Go-To-Moves? Bei dir waren es ja bislang immer dieses, was im Hintergrund so hinter deinem Kopf so ein bisschen schimmert, das Kickboxen per se, diese Drehkicks, diese Knockouts. Jetzt weiß man wahrscheinlich, dass man überall mit dir rechnen kann, oder? Wie siehst du
es? Ja, definitiv. Also ich muss mich natürlich überall weiterentwickeln. Das gehört zum MMA dazu. Es macht gar keinen Sinn, sich nur irgendwie auf den Stand-Up zu fokussieren. MMA besteht aus viel, viel mehr Elementen. Und ja, deswegen, ich trainiere alles weiterhin und bin überall oder versuche überall gefährlich zu sein. Im letzten Kampf von dir gegen den Nilsson Franka musstest du auch viel vom Rücken aus arbeiten, vom Boden aus arbeiten. War das so ein Knackpunkt, den du jetzt mitgenommen hast ins neue Training, ins Update sozusagen? War das wichtig und hat dir das heute besonders geholfen? Ja, definitiv. Also ich habe nach der Niederlage gegen Franka sehr, sehr viel optimiert im Training. Heißt nicht, dass ich davor nichts gemacht habe. Also natürlich habe ich davor Boden trainiert und es war halt einfach in dem Moment für mich so eine Schockstarre beim Franka, als ich dann die Ellenbogen bekommen habe. Und ich habe das jetzt, ich habe jetzt mal den bösesten Ground and Pound 4 Minuten lang bekommen. Deswegen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das habe ich mitgenommen für mich. Es war letztendlich das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich habe im Training viel optimiert, in meiner Einstellung viel optimiert und ja, viele Sachen. Ich weiß nicht, ob das sind so Kleinigkeiten, ob euch das ausgefallen ist, aber beim Walk-In zum Beispiel, andere Musik, nicht mehr das mit dem Wasser, ganz, ganz anders. Also ich mache viele Sachen ganz, ganz anders, weil ich einfach viel fokussierter geworden bin und viel mehr mitgenommen habe. Das war wahrscheinlich auch so der Knackpunkt, den viele so ein bisschen interpretiert haben, wie komme ich als Smolik zurück? Also holt er sich nach der Niederlage die nächste oder nimmt er das vielleicht als Motivation? Offenbar hast du es als Motivation gesehen, hat dir auch viel gebracht in dem Fight. Man hat gesehen, du warst sofort fokussiert, bist nach vorne gegangen. Wie schwierig war das, diesen Fokus denn zu bekommen, wenn man im Hinterkopf hat, dass unglaublich viel gesprochen wurde vor diesem Duell? Also dein Gegner hat ja in den sozialen Medien ja richtig Feuer gelegt, muss man ja sagen. Also ich habe in meiner Karriere schon so viel erlebt, so viel wurde über mich gesprochen, Gutes und Schlechtes. Ich blende es mittlerweile aus. Also ich muss zugeben, ich war vor dem Kampf nervöser als sonst. Also die Anspannung war irgendwie anders, aber es war keine schlechte Nervosität. Also ich war sehr fokussiert, ich habe auch meine ganze Power gespürt oben in meinem Warmmachen. Das hatte ich bislang noch nie bei keinem MMA-Kampf. Also ich habe mich natürlich immer gut warm gemacht, gut gefühlt, aber das waren nochmal so diese 5%, die noch mehr da waren. Ich weiß nicht, ob es das Training war, ob es die Optimierung war oder ob es alles zusammen war, aber es hat heute einfach alles gepasst. Ist wahrscheinlich auch von Vorteil, wenn man nicht über die Zeit gehen muss, sondern dass man es so schnell finisht, wie es geht. Hast du auch getan zum Thema Submission im Vorfeld, auch nochmal kurz drauf eingehen. Also du hast ja gesagt, du guckst so, also was passiert? Wenn was kommt, nimmst du es mit, ansonsten versuchst du es im Stand zu regeln. Wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, ich probier's mal, ich merke, da geht was? Also ich wollte tatsächlich erst beim Stand bleiben und habe gemerkt, er hatte ja irgendwie auch Bock im Stand zu bleiben, was ich cool fand. Hatte dann zwischenzeitlich ganz kurz überlegt, ob ich einen Drehkick auspacke. Und dann musste ich an meinen Trainer denken, der gesagt hat, hau erstmal bitte keine Drehkicks raus. Und dann habe ich, das war so eine Millisekunde, so ein Gedanke. Und dann waren wir irgendwie an der Cage Wall. Und dann habe ich mir gedacht, ich sehe die Lücke einfach und ich kann jetzt runter. Also ich wusste, ich kann es nicht beschreiben, es war so dieses Gefühl. Ich kann jetzt runter und dann hat es geklappt. Und dann war ich schon am Boden und ja, dann war es Ground and Pound, dann hat er sich weggedreht und dann bin ich natürlich auf die Submission gegangen. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Von außen sah sehr dominant aus. Dann bleibt dir nur noch zu fragen, wie geht's mit dir weiter? Denn die eine oder andere Herausforderung hast du ja noch bekommen. Du bist ja ein Mann, der immer wieder so eine lange Liste sozusagen abzuarbeiten hat. Da stehen immer viele Namen, die dich kämpfen wollen. Sebastian Heil war ja ursprünglich geplant, der M1-Veteran. Dazu ist es nicht gekommen. Dann haben wir den Nilsson Franka, der Mann, der dir deine erste Niederlage gegeben hat. Den willst du sicherlich auch vor die Fäuste bekommen. Also ja, Sebastian Heil ist ein Name, den würde ich sehr gern kämpfen. Also der stand erst auf der Liste, ist ein guter Mann mit einer 6-2, da kann man nichts sagen. Und auf den hätte ich Bock, ist ein Grappler, ist eine Challenge für mich. Und ich hoffe, dass der soweit wieder genesen ist und nächstes Jahr kämpfen kann. Ansonsten Edison Franke, ja, ganz klar. Also den würde ich super gern kämpfen, einfach zu zeigen, dass ich es besser kann, dass ich besser bin als er und dass er einfach einen besseren Abend hatte. Und das wäre tatsächlich mein Wunschgegner, also Priorität Nummer 1 wäre der Edison. Und natürlich gibt es da noch andere Namen. Erko Jung hatten wir mal gesprochen. Auf den hätte ich auch Bock. Ein sehr, sehr starker Mann. Wäre eine sehr, sehr geile Challenge. Aber Prio hätte für mich erstmal der Franka tatsächlich. Also auf den will ich mich erstmal konzentrieren. Ja, mal gucken, was kommt nächstes Jahr. Lass mal das so stehen. Ich würde sagen, genieß erstmal die nächsten Wochen. Ruh dich ein bisschen aus nach dem ganzen Hin und Her, nach dem ganzen Training. Erstmal Weihnachten und dann freuen wir uns, dich im nächsten Jahr zu sehen. Das letzte Wort überlasse ich dir. Ja, vielen, vielen Dank auch für den ganzen Support da draußen von meinen ganzen Fans, von meiner Community, von meinen Sponsoren ISN und von OAs, die hinter mir stehen, auch nach einer Niederlage. Ist nicht selbstverständlich. Und mein ganzes Team, mein Trainer Dennis, Patrick, die mich aufgebaut haben. Das ist sehr schwierig, nach einer Niederlage mit einem Kämpfer umzugehen. Aber sie haben mich motiviert und haben mich am Ball gehalten. Und danke dafür an alle. Ich wünsche euch alle ein erfolgreiches neues Jahr. Bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Jahr, Leute.
Dem bleibt nichts hinzuzufügen in diesem Sinne auf Fight One. Schaut weiter rein. Das ein oder andere coole Interview-Highlights haben wir natürlich für euch. In diesem Sinne, bis dann.